Hallo, hier ist, wie ihr an der Stimme hört, nicht Lou for You, sondern ihre Mutter. Und ich habe klammheimlich für Luisa etwas bestellt. Sie weiß das noch gar nicht. Sie jammert die ganze Zeit, dass sie jetzt ohne Rollschuhe in Urlaub muss. Und jetzt hat die ärgerlicherweise gerade eben selbst das Paket angenommen und hat gar nicht gesehen, was da drauf steht. Und jetzt werde ich sie mal überraschen und ihr wisst schon, was drin ist. Ja, was sollst du damit machen? Ja, bist ein bisschen genervt? Hä? Bist du immer noch genervt? Nein. Geh doch auf. Was ist mit den Haaren? Ist da zufällig irgendwas von unserer Adresse? Das könnte schon sein. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht aufgepackt. Mach den Zettel einfach weg. Oh, wie cool. Zeig mal. Rollenwelt-Sticker. Oh, toll. Das ist hübsch. Achtung, Rückgabe. Achten Sie darauf, dass die Ware Lagen und Haar umgesetzt werden. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, geh weg! Ich freue mich so sehr. Ich probiere sie an. Warte, ich hole mir Socken. Jetzt ist sie weg. Und sie ist gar nicht mehr genervt, dass sie beim Basteln gestört worden ist. Ich werde es auch probieren. Hoffentlich passen die. Hoffentlich. Ich habe Angst vor denen. Deswegen mag ich. Die sind wirklich cool von der Farbe. Das ist vorne drin. Meine Mutter hat mir jetzt geholfen. Spannung. Oh Gott, hoffentlich passen die. Ich muss sie einfach zuschnüren. Wie fühlt sich das an? Wie eine Rollschuhe. Ja, passen sie? Sind sie zu groß oder zu klein? Eng schnüren. Wie fühlt sie es im Moment an? Zu groß? Ein bisschen zu groß, ja. Aber wenn ich sie jetzt enger schnüre, was passiert dann? Meine Damen und Herren. Also die Räder sind viel weicher als bei den anderen. Und man kann die Räder auch irgendwie austauschen oder so. Und ich werde jetzt noch den anderen anziehen. Nach Ewigkeiten habe ich es nämlich geschafft, den da anzuziehen. Ach, scheiße, die Schleife muss noch ein wenig besser sein. Und dann werde ich damit ein wenig auf der Terrasse fahren, um zu gucken, ob sie passt. Und wenn nicht, legen wir ein Sülchen rein. Sülchen. 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 Naja, bei deiner Schuhgröße eine Sohle. Meine Freundin an und erzähl ihr, dass wir uns treffen wollen und skaten. Boah, das ist so ein neues Gefühl. Oh, jetzt habe ich vorbeigedrückt. Das ist so ein neues Gefühl irgendwie, weil, keine Ahnung, man muss sie irgendwie so weich fahren, weil ich kann meine Füße jetzt nicht irgendwie so nach vorne machen. Weil dann kippe ich gleich so nach vorne, wenn ich sie so nach vorne mache. Und ich kann auch nicht so in Kurven fahren, die müssen halt erst irgendwie weich gefahren werden.
Und die Rollen sind halt wirklich auch viel weicher und man rollt leichter weg, sozusagen. Also nicht weg, sondern man rollt einfach leichter. Ist so wie auf Federn. Jetzt habe ich schon wieder vorbeigedrückt. So, jetzt. Ich telefoniere. Eine Freundin von mir war leider nicht da. Ja. Aber ich erzähle euch noch ein bisschen was über die Rollschuhe. Und zwar, die habe ich von der Rollenwelt. Die habe ich euch aber auch nochmal in der Infobox unten verlinkt. Die Rollerskates sind aus Leder und die sind nicht so wirklich bequem wie meine alten. Aber die sind auch schon bequem, weil da ist halt diese Naht und die stört halt so ein bisschen an meinem Zeh. Weil es halt so übernäht ist. Und aber ich denke, die musst du erstmal einfahren und dann sind die genauso bequem wie auch vielleicht ein paar dicke Socken anziehen. Weißt du, wie gefüttert das da drin ist? Ein paar dicke Socken anziehen? Nee, das kannst du knicken. Ich gucke das mal andere Freunde von mir an. Sagst du deinen Zuschauern noch Tschüss? Achso, Tschüss. Wie sagst du normalerweise Tschüss? Jetzt ist das Video total verwackelt. Ja, ich glaube, ich habe dich total überrascht, oder? Ja. Wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Lou for you. Und garantiert fährst du dann Rollschuh. Ja. Hey.